sehen kann. Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge meines Online-Kurses Grundlagen der Mathematik. Heute soll es um das Mischungsrechnen gehen. Ich habe dazu mal wieder eine Beispielaufgabe rausgesucht, die ich euch hier vorstelle. Die beiden edlen Kaffeesorten Santos und Roma ergeben eine beliebige Mischung. Dazu mischt man 6 Kilogramm Santos-Kaffee mit 4 Kilogramm Roma-Kaffee. Kaffee Santos kostet 14 Euro pro Kilogramm und Kaffee Roma kostet 11 Euro pro Kilogramm. Wie viel kostet ein Kilogramm der Mischung? So, das ist eine typische Aufgabe zum Mischungsrechnen. Wenn jetzt die Aufgabe etwas mehr Text hat, dann bin ich immer ein starker Verfechter dafür, am Anfang hinzuschreiben, was habe ich denn überhaupt gegeben in der Aufgabe. Das notiere ich mir mal kurz. Gegeben habe ich also, dazu gucke ich mir die Aufgabe nochmal an. Ich habe hier 6 Kilogramm Santos-Kaffee, also habe ich eine Masse gegeben. Meine Masse Santos nenne ich die mal. Die ist gleich 6 Kilogramm. Und dann habe ich noch gegeben 4 Kilogramm Roma-Kaffee. Das schreibe ich hier mal drunter. Warum ich das hier drunter schreibe, dazu komme ich gleich. Masse Roma ist gleich 4 Kilogramm. Und jetzt kann ich nämlich daneben schreiben, Preis schreibe ich dann von dem Café Santos. Und dann habe ich das hier schön nebeneinander stehen. Preis Santos ist 14 Euro. Pro Kilogramm und der Preis von dem Café Roma ist 11,50 Euro pro Kilogramm. So, gesucht habe ich jetzt, wie viel kostet ein Kilogramm der Mischung. Gesucht, das schreibe ich auch noch auf. Preis für ein Kilogramm ist gesucht. Gut, jetzt muss ich als erstes mal die gesamte Masse bilden und dann sage ich einfach Masse Gesamt. Ich kann jetzt auch hier Lösung noch hinschreiben, Abkürzung, großes LSG, aber das lasse ich meistens weg. Ich sage dann immer, wo die Lösung ist, das sehe ich dann schon, aber so korrekter kann ich natürlich da noch hinschreiben, LSG für Lösung oder Lösung ausschreiben. Masse Gesamt ist also Masse Santos plus Masse Roma. Masse Santos plus Masse Roma und das ist 6 Kilogramm plus 4 Kilogramm und das kann ich noch so zusammenzählen, das sind also 10 Kilogramm. Als Zwischenergebnis unterstreiche ich das einmal immer, weil es nicht endgültig ist. Gut, dann gehe ich jetzt hier mit der Zeile mal etwas tiefer, dann sehe ich gleich meine Aufgabe nicht mehr, aber die muss ich so ein bisschen im Kopf behalten. Jetzt bilde ich den gesamten Preis. Das heißt für mich dann also okay. Ja. Preis Gesamt ist gleich. Das ist jetzt der Preis meines Kaffee Santos.
der 14 Euro pro Kilogramm kostet. Ich habe 6 Kilogramm, also 6 Kilogramm mal 14 Euro pro Kilogramm plus den Preis von dem Kaffee Roma, da habe ich 4 Kilogramm und der kostet 11,50 Euro. 4 Kilogramm plus 11 mal, Entschuldigung, nicht plus, mal 11,50 Euro pro Kilogramm. Jetzt habe ich hier rechts wenig Platz, deswegen schreibe ich das Ergebnis jetzt gleich mal hier drunter. Das sind dann 6 mal 14, 84 Euro plus 4 mal 11,50 Euro plus 46. Das ergibt dann zusammen 130 Euro. Ich möchte noch eine kleine Sache hier anstreichen und sagen, ich schreibe die Einheiten immer mit auf und kontrolliere mich dann natürlich und sage dann hier, kürze ich das Kilogramm raus und hier kürze ich auch das Kilogramm raus. Ich habe also alles richtig gerechnet, weil das auch mit den Einheiten hinkommt. Ich komme am Ende auf einen Preis in Euro und das ist dann auch richtig so. Der Gesamtpreis beträgt also 130 Euro. Das ist aber immer noch nicht das Ergebnis. Das ist jetzt wieder ein Zwischenergebnis, das ich einmal unterstreichen kann. Gut, ich gehe mit der Aufgabe noch mal ein bisschen weiter tiefer und stelle das Ganze dann zusammen und sage mir dann, jetzt meine gesamte Masse waren also 10 Kilogramm und die kosten jetzt 130 Euro. Ich möchte aber wissen, wie teuer ein Kilogramm ist. Das kostet dann x Euro, dann kann ich meine Verhältnisgleichung aufstellen, dann möchte ich hier in diesem Falle mal drauf verzichten, ich will es ja jetzt auch nicht zu kompliziert machen oder irgendetwas. Hier habe ich oder hier kann ich praktisch geteilt durch 10 rechnen und wenn ich das dann auf der anderen Seite auch mache, geteilt durch 10, dann weiß ich schon, was ein Kilogramm kostet. Und das haben viele vielleicht vorher schon gesehen, aber ich kann es nur noch mal sagen. Es geht ja auch darum, wie bringe ich das alles richtig zum Papier, dass jemand das auch erkennt. Ein Kilogramm kostet dann in diesem Falle 13 Euro. Ich habe das anfangs schon mal gesagt, bei solchen Aufgaben empfiehlt es sich auch immer, das Ganze mal auf Plausibilität zu prüfen. Und ich gehe regelmäßig einkaufen und weiß also, dass ein Kaffee so im Angebot 10 Euro kostet. Und wenn es ein guter, vermeintlich guter Kaffee ist, der nicht gerade in der Werbung steht, der kann ja auch mal 15, 16 Euro kosten. Also mit 13 Euro liegt man so in der Mitte und da habe ich auch schon häufig genug bezahlt für ein Kilogramm 13 Euro. Das ist absolut realistisch. Das kann gut sein. Da schreibe ich jetzt noch den Abschlusssatz hin. Ein Kilogramm der Mischung kostet 13 Euro. Ein Kilogramm der Mischung kostet 13 Euro. So, ein Punkt und das Ganze hier nochmal ein bisschen tiefer. So. Zweimal unterstreichen fürs Ergebnis. Gut, und wir können uns mal eine neue Aufgabe ansehen. Ich habe schon eine vorbereitet. Ich gehe hier mal einfach ein bisschen tiefer. Zum Anstreichen eines Wohnzimmers müssen 15 Liter weiße Farbe mit 0,4 Liter Abtönfarbe gemischt werden. 1 Liter weiße Farbe kostet 8 Euro, 1 Liter Abtönfarbe 20 Euro. Berechnen Sie den Preis für 1 Liter der Mischung. Jetzt steht hier dabei, runden Sie sinnvoll. Gut, was jetzt sinnvolles Runden ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Müssen wir mal zur Aufgabe gucken und die erstmal rechnen. Ich fange wieder mit gegeben an. Gegeben.
15 Liter weiße Farbe, also Liter ist jetzt ein Volumen, das Volumen kürze ich mit einem V ab, V weiß sind, da ist der Preis, V weiß das Volumen, nicht der Preis, Entschuldigung, das beträgt 15 Liter. Ich kürze Liter immer mit einem großen L ab, manche machen das mit einem kleinen. Das sollte man nur einheitlich machen. Also ich nehme immer das Große. Dann habe ich hier noch von der Abtönfarbe, 1 Liter weiße Farbe kostet 1 Liter Abtönfarbe. So, unten habe ich V, ein Volumen. Das kürze ich mal ab, Abtönfarbe. Und davon habe ich etwas weniger. Das sind 0,4 Liter. Und dann schreibe ich hier wieder den Preis dahinter. Preis also für weiß, das weiße Farbe, der beträgt 8 Euro. Das Ganze ist pro Liter und der Preis für meine Abtönfarbe, der beträgt 20 Euro. Auch wieder pro Liter. So, jetzt muss ich wieder meine Gesamtsumme setzen und sagen V Gesamt, mein ganzes gesamtes Volumen. V Gesamt ist also V Weiß plus V Abtönfarbe und das ist 15 Liter plus 0,4 Liter, das sind dann 15,4 Liter und mein Gesamtpreis beträgt 1 Preis Weiß plus 1 Preis Abtönfarbe. Und der setzt sich wiederum zusammen aus 15 Liter mal 8 Euro pro Liter plus 0,4 Liter mal 20 Euro pro Liter. Auch hier kürzt sich das Liter wieder raus. Liter und einmal steht das unter dem Bruchstrich. Das wird dann 1 und ich habe hier als Ergebnis dann Euro stehen. Das rechne ich auch hier mal eben aus. 15 mal 8 sind 120 Euro plus 0,4 mal 20. Das sind dann 8 Euro und 120 plus 8, da ist das Ergebnis dann 120 Euro. Gut, das ist jetzt noch nicht das Ergebnis, das ist ein Zwischenergebnis, kann ich einmal unterstreichen, genauso wie ich das hier auch als Zwischenergebnis einmal unterstreichen kann. Dann gucke ich jetzt mal und sage, ich habe jetzt 15,4 Liter. Die kosten 120 Euro. Gut, und jetzt habe ich dann 1 Liter, der kostet x Euro. Und jetzt habe ich das wieder, was ich anfangs wieder hatte. Und kann ich jetzt hier durch 15,4 teilen und bekomme das Ergebnis. Oder ich mache mir überhaupt keinen Kopf und sage, über Kreuz mal nehmen, ist eine direkte Proportion. Je mehr Liter ich habe, desto teurer wird das Ganze. Da muss ich mir natürlich auch nochmal Gedanken machen. Dann sage ich x gleich 120 Euro mal einem Liter geteilt durch 15,4 Liter und rechne dann das Ganze aus. So, 128 natürlich hier. So habe ich hier
Habe ich doch gerade richtig gesagt, 120, 128, Entschuldigung, 128, 128 geteilt durch 15,4. Jetzt komme ich 8,31168, na, ich schreibe das jetzt mal auf, ist gleich 8,31168 8. Ich habe extra mal ein paar Stellen mehr genommen, weil das war ja mit in der Aufgabenstellung drin. Runden Sie sinnvoll. Ich kann, wenn es um Euros geht, dann haben wir in Deutschland eine Zehntelaufteilung. Wir können noch mit einem Cent rechnen, aber nicht mehr mit einem Hundertstel und auch nicht mehr mit einem Tausendstel. Das ergibt auch absolut keinen Sinn. 8,31 Euro würde ich daher sagen, ich runde das Ganze ab auf 8,31 Euro. Ich könnte auch 8,30 Euro nehmen. Der eine Cent würde auch nicht viel ausmachen, aber gut. 8,31 Euro. Zweimal unterschreiben als Antwortsatz. Ein Liter kostet 8,31 Euro. Ein Liter kostet 8,31 Euro. In den Niederlanden zahlt man dann nur 8,30 Euro. Da gibt es ja keine Cent- und 2-Cent-Stücke. Da wird abgerundet bei 8,31 Euro und 32 Euro, aufgerundet bei 33 und 34. Dann zahlt man 8,35 Euro. 5-Cent-Stücke haben die noch. Gut, dann möchte ich mich bedanken und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann. Tschüss.